Ben Klock, who grew up in Berlin-Schöneberg, counts amongst the most stylistically influential DJs in recent techno history. As for so many other Berliners, the period following the fall of the wall played a very inspirational role for him. He took his first steps as a DJ in 1994, but his final breakthrough was in 2004, when he became a resident DJ at Berghain, where he continues to reign. In both his sets and productions, he embodies the emotional and hypnotic side of techno like almost no other, and he's also found a way to cope with the side effects of a DJ career. Also es ist schon so eine Entscheidung, ne, die man irgendwann getroffen hat. So, willst du das jetzt wirklich durchziehen? Also so mit allen Konsequenzen. Und die Entscheidung habe ich irgendwann getroffen. Und natürlich hat es auch jetzt nicht nur positive Seiten, sondern eben, klar, Privatleben geht ein bisschen verloren. Zum Beispiel dann, wenn die besten Freunde Geburtstag feiern oder so zu Hause am Wochenende, ist man nicht da. Dann schickst du eine SMS oder rufst an und sagst, hey, ich wünsche euch eine tolle Party und du bist halt irgendwo im Hotel. Aber gehört dazu. Also ich beschwere mich nicht darüber. Ich hat genügend positive Seiten auch, ja. Also ich mache mir schon Gedanken über die Zukunft, wie lang würde ich es machen, aber es gibt jetzt nicht einen Plan B oder so, nee. Ich habe als Grafiker gearbeitet, war für mich eigentlich auch so ein bisschen so das Gefühl, wie ich wollte mir beweisen, dass ich 9-to-5 arbeiten kann, also dass ich irgendwie ganz regulären Job machen kann. Also ich meine, der natürlich auch kreativ war. Ich war auch Freelancer. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie nur im Büro saß von morgens bis abends. Aber ich könnte da nicht mehr zurück. Das ist für mich ausgeschlossen. Das ist ganz klar. Das ist der geilste Job, aber es ist auch manchmal der härteste Job, wirklich. Es ist schon manchmal wirklich an der Grenze zum Unmenschlichen, ja, durch dieses viele Reisen und der Rhythmus, dass du nicht richtig schläfst und so. Aber, also ich denke auch, klar, viele, die jetzt irgendwie sehr jung da sehr erfolgreich geworden sind, die kennen das alles nicht. Also ich habe eine Zeit gehabt, wo ich Schulden hatte und irgendwie nachher im Callcenter gelandet bin und den Leuten irgendwie blöde Lose verkauft und irgendwie nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Ja, ich habe keinen Grafikjob mehr gefunden in der Zeit. Ich kann das deswegen umso mehr schätzen, glaube ich, was ich jetzt habe. Also das ist natürlich ein großes Glück. Also kreativ zu sein mit dem, was man liebt und gerne macht. Deswegen, die ganzen negativen Seiten sind vielleicht da, aber hey, komm, also das ist trotzdem ein Traum. Ich ziehe meine Inspiration schon auch viel eben aus 90er Techno. Finde jetzt aber nicht, dass da irgendwie das Rad sich aufgehört hat zu drehen. Ja. Was ich halt finde heutzutage, gehört halt mehr dazu, dass so das Gesamtpaket irgendwie stimmt. Also früher hat man vielleicht dann eher mal toleriert, miese Anlage oder die ganze Organisation, alles irgendwie doof, aber trotzdem hatte man seinen Spaß. Heute finde ich, ist halt schon wichtig, dass irgendwie der Sound gut ist und dass so gewisse Sachen einfach, also dass das ganze Setting um die Musik rum passt. Für mich ist auch das Ideal, sowas wie
eben wie das Berghain. Also für mich ist so, Techno muss genau so präsentiert sein. Vom Sound her, von der Architektur her. Als ich da das erste Mal gespielt habe, dachte ich so, hier habe ich meinen Platz gefunden, weil genau so habe ich es mir immer vorgestellt. Irgendwie. Das ist halt Techno. So muss es von der Idee her präsentiert sein und gelebt werden. Ja, halt auch mit, dass du halt einfach ewig da bleiben kannst. Du gibst deine Jacke ab und bist einfach da in einer anderen Welt. Für mich ist Techno nicht unbedingt jetzt nur der Sound von Industrie und Zukunft und so weiter. Ich würde das so ein bisschen universeller sehen. Das ist einfach, wie man heute das umsetzt, sagen wir mal, eine tranceartige Zustand herzustellen mit Musik oder so. Und das ist eigentlich auch das, was mich daran interessiert. So, ich finde, Techno ist eigentlich immer eher so eine Musik für jetzt als für die Zukunft. Es geht so darum, wirklich so im Jetzt zu sein und das zu erleben. Und der Zustand, der halt so erreicht wird bei einer guten Party oder einer guten Nacht, ist halt wirklich so dieses, dass alle irgendwie gemeinsam schwingen. Und für mich geht es mehr so darum eigentlich. Früher ging es mir so um die Musik und nur die Musik. Also auch so als Kind schon, ich war dann immer so Musik ist das Einzige und Wichtigste und so. Inzwischen sehe ich es viel eher so, dass die Musik halt echt einfach nur so das Transportmittel ist. Und das, was man dann so erlebt, eben auch im Sozialen, also mit den anderen zusammen, so das Happening, das Erlebnis, das finde ich jetzt beim Auflegen viel wichtiger als früher noch. Also ich sehe mich jetzt auch nicht einfach nur als Selector oder so, sondern eben, es gibt ja DJs, die sich viel eher sehen als so exquisite Musikauswähler und Präsentierer. So, ja. Und wo das dann eher so läuft, ich spiele euch ein tolles Stück vor und danach spiele ich euch das nächste tolle Stück vor. Das reizt mich jetzt am Auflegen nicht so, sondern eben vielmehr wirklich diese Magie zu erreichen, die entsteht, wenn du eben so einen Bogen spannst und ein bisschen in die Tiefe gehst und dazu halt die Musik nutzt, um das zu erreichen. Eins der besten Komplimente, die ich mal bekommen habe, war, bei dir klingen sogar so richtig langweilige Stücke noch gut. Und da dachte ich, ja, okay, das heißt, ich spiele auch langweilige Stücke, okay, auf der einen Seite, aber das dann so zu machen, dass es irgendwie wiederum Sinn macht. Also das finde ich auch mal faszinierend, wenn ich andere DJs angucke, die eben sowas haben, wo du denkst, so, du schaust so einem Guru zu, wie er irgendwas fabriziert und du weißt nicht genau was, aber es hat einfach eine Magie. Und das finde ich einfach das Tolle beim Auflegen. Und klar, so magische Momente ist für mich eigentlich immer wieder das, warum ich es mache. Also wo ich immer wieder denke, genau aus diesem Grund mache ich es. Also da gibt es dann so Situationen oder so Nächte, das ist einfach, da denke ich dann wirklich, wow, das ist der tollste Job der Welt.